So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von meiner Seite aus. Und vorneweg, bevor wir jetzt mit dem Dashcam-Video anfangen, muss ich noch mal was klarstellen. Im letzten Video wurde das Rechtsfahrgebot ganz schön diskutiert, weil ich gesagt habe, es wird immer rechts hier fahren, wenn es möglich ist. Also rüber auf die rechte Seite. Ich verstehe nicht, warum auf der mittleren oder auf der linken Spur durchgehend gefahren wird. Das haben, glaube ich, einige missverstanden. Was ich damit meinte, ist, innerorts mehrspurig bis 3,5 Tonnen, also die ganz normale B-Klasse, dürfen oder haben freie Spurwahl, dürfen sich eine Spur aussuchen und dürfen sogar von rechts oder von links überholen, völlig egal. Innerorts. So, jetzt kommen wir mal außerorts und zur Autobahn. Auf der Autobahn zählt das Rechtsfahrgebot. Ja, du sollst möglichst immer weit rechts fahren. Jetzt haben mir ein paar in den Kommentaren geschrieben, naja, mein Fahrlehrer hat mir damals gesagt, kannst auch auf der mittleren bleiben und so weiter und so fort. Dann bleib lieber auf der mittleren Spur, wenn auf der rechten Spur immer wieder LKWs folgen oder langsame PKWs. Ja, wie gesagt, du sollst ja nicht von Spur zu Spur immer springen. Hauptsache, du fährst immer rechts und dann musst du aber gleich wieder links. Blödsinn. Dann gehe ich mit und sage, okay, bleib auf der mittleren Spur. Ja, aber generell, es gibt ein Rechtsfahrgebot. Nicht nur in unseren eigenen Fahrstreifen, nein, zum Beispiel auch auf der Autobahn. Rechts auf die Spur, wenn möglich. Ja, so, ich hoffe, das haben wir jetzt einfach mal geklärt. Aber nicht falsch verstehen, ich finde es super, dass da groß diskutiert wird in den Kommentaren. Aber bleibt fair, werdet nicht beleidigend. Dann würde ich sagen, liebe Freunde, wir legen einfach los. Und zwar sind wir wieder bei UDCC German Dashcam mit Folge 2. Link natürlich hier unten wieder. Ja, besucht Jutten. Und ich habe jetzt erfahren von RLP, heißt die, glaube ich, dass UDCC, ihr habt ja auch alle Namen. Mein Gott. UDCC der Pixler von RLP ist. Sehr schön. Und achtet mal auf die Nummernschilder, die nicht verpixelt sind. Man hat sich schon lustig drüber gemacht beim letzten Video, dass ich ein Sekündchen gebraucht habe, bevor ich es überhaupt gescheckt habe, was da eigentlich passiert ist. Also, UDCC German Dashcam. Ich weiß nicht, ob du einer bist, ob ihr mehrere seid. Geile Arbeit. Absolut Hammer. Und ja. Ich weiß immer noch nicht, wie. Einer hat es in den Kommentaren geschrieben, aber ich verstehe es immer noch nicht, wie das funktioniert. Was ich damit meine, schauen wir uns jetzt mal an. Ich mache wieder rüber. Haltet euch die Ohren zu. Ihr wisst, UDCC, mein Gott, merke ich mir noch diesen Namen. UDCC macht immer sehr geile Intros. Ich würde sagen, los geht's. Ich hoffe, mein Internet hält wieder durch. So. Habe ich schon den ersten Einsatz verpasst? Oh, okay. Sehr schön. Linksabbieger Spur hat rot. Geradeausfahrer dürfen jetzt losfahren. Grün. Und derjenige hatte wohl keine Lust gehabt, hinter dem Bus zu warten. So wie UDCC selbst und da vorne der silberne VW. Also was machen wir da? Gibt es ja eigentlich nur eine Lösung. Ab auf die linke Spur, geradeaus über die rote Ampel. Blödsinn. Ja, wenn ich auf der Linksabbiegerspur bin, wie hier, müsste ich dann noch links abbiegen. Und du bist auf die Spur, wo rot ist. Rotlichtverstoß. Ja. Und dann noch geradeaus rüberdüsen. Nicht cool. Nicht cool. Hauptsache erstmal mit dem Kind auf der Bundesstraße joggen. Ach du, unverantwortlich. Wir sind auf unsere Spur und die Joggerin mit dem Kinderwagen auf der linken Spur. Und wenn jetzt ein LKW entgegenkommt, der ein bisschen breiter ist, wo will er denn hin? Er kann aber nicht rüber, weil da kommen wir ja schon. Ey, unverantwortlich. Da gibt es doch bestimmt 1000 andere tolle Laufstrecken. Also krass. Nicht nachmachen. Um Gottes Willen. Los geht's. Ah.
Ja, wo er eigentlich, glaube ich, rechts, was heißt glaube ich, wo er eigentlich rechts abbiegen sollte. Also praktisch ein Geisterfahrer. Und jetzt hat er es gemerkt und jetzt wendet er. Aber ich bin gespannt. Wir gucken mal weiter. Eigentlich müssten da Schilder darauf hinweisen, dass er nur rechts abbiegen darf. Ja, sehr peinlich. Ey, komm. Passiert. Ist ja alles gut gegangen. Hier sehen wir sehr schön. Hier sind unsere Schilder mit den Pfeilen, die sagen, vor dem Schild bitte rechts abbiegen. Das hier. Vor dem Schild bitte rechts abbiegen. Eigentlich kann man es nicht übersehen, oder? Aber gut. Okay. Da dachte derjenige, der hier vorne in den Opel sitzt, dass hier wohl rechts vor links wäre. Also eine rechts vor links Situation. Weil knallhart das Schild hier einfach nicht gesehen hat. Was ist das für ein Schild? Ganz genau, das Schild sagt mir, ich befinde mich auf der Vorfahrtsstraße, also mein Spiegelei. Sobald ich das Spiegelei sehe, weiß ich, und nicht nur an dieser Kreuzung, es ist nicht nur eine einmalige Vorfahrt, sondern ich habe komplett auf dieser Straße auf dieser Fahrbahn habe ich Vorfahrt, bis das Spiegelei durchgestrichen ist oder ein Vorfahrtgewehrenschild kommt oder ein Stoppschild. Dann ist meine Vorfahrt zu Ende. Aber hier eindeutig, vielleicht hat sie sich auch ein bisschen beeindrucken lassen, weil der ja ein bisschen weiter vorne stand. Wir können ja nochmal gucken, wie er angedüst kam. Na ja, gut, okay. Hätte man denken können, so, oh, bleibt der wirklich stehen, ja oder nein? Vertrauensgrundsatz, an jeder grünen Ampel trotzdem nochmal langsam ranfahre und links, rechts gucke und ob die auch wirklich alle bei Rot stehen bleiben, ja, dann würde der fließende Verkehr gar nicht so existieren, wie er jetzt existiert. Also deswegen gibt es den Vertrauensgrundsatz. Also ich darf darauf vertrauen, dass die anderen sich an die Verkehrsregeln halten, so wie ich es mache. Eigentlich. Theorie, Praxis da draußen. Ja? Ihr wisst Bescheid. So. Okay, also derjenige ist jetzt hier rangefahren und dachte sich so, oh. Kann natürlich jetzt sein, weil er drückt jetzt nochmal richtig auf die Bremse. Kann ja sein, dass der weiße Caddy dann gesagt hat, bleibst jetzt stehen oder nicht? Also Missverständnis untereinander. Normalerweise muss der Caddy stehen bleiben. Und wenn auch der Blaue stehen bleibt, muss der Caddy stehen bleiben. Und gucken. Und wenn der Blaue dann sagt, okay, fahr, dann ist okay. Aber sonst stehen bleiben. Wo will er denn hin? Also nach dem Schild zu urteilen, geht es nur geradeaus oder nach rechts? Warum fährt er denn jetzt links an den Warum fährt er links an den wartenden Autos vorbei? Warum? Denkt er, die lassen ihn jetzt da vorne durch oder rein? Also wenn ja, dann ist krass. Oh, da wendet er wieder. Irgendwas falsch gelaufen. Ah, jetzt sehen wir es. Guck mal. Linksabbieger Spur, die aber durchgestrichen ist. Ah, hier sehe ich, hier ist auch eine Absperrung. Also hier darfst du nicht rein, darum hier das Schild, du darfst nur geradeaus oder rechts abbiegen. Er dachte jetzt bestimmt Gewohnheitstier, also die Strecke ist ihm nicht unbekannt und denkt sich, na pass auf, ich fahre jetzt mal an den Wartenden, die geradeaus fahren wollen, vorbei. Schön, da kommt ja gleich die Linksabbiegerspur und dann kommt er hin und sieht, oh Mist, links ist ja gesperrt, ich komme nicht weiter. Und dann hat er gewendet und ist wieder zurückgefahren. Ah, jetzt verstehe ich. Sag mir bitte nicht, dass der nackt ist. Der ist doch nicht nackt, oder? Der ist nicht nackt. Da. Nein, der ist nicht nackt. Komm, wir nehmen mal Folge 5. Wir machen jetzt mal weiter mit Folge 5. Folge 5 hat schon 10 Minuten. Komm, wir gucken uns mal Folge 5 an. Ah.
Leute, Leute, Leute. Wenn ihr jetzt hier schon... Guck mal, er ist schon auf der geraden Ausspur. Die durchgezogene Linie ab hier. Ab hier geht nichts mehr. Ab hier muss er geradeaus fahren. Und wenn er merkt, oh, ich wollte eigentlich rechts rüber, geradeaus weiterfahren, gucken, wo du wenden kannst und dann kannst du dann abbiegen. Aber nicht so. Und dann schnell rüber ohne ausreichende Verkehrsbeobachtung. Hier, zack. Ah. Du bist behindert oder so. Super. Ah, schnell noch rüber. Aber hört ihr, er blinkt. Er blinkt links, weil es eine abknickende Vorfahrtsstraße ist. Sehr gut. Viele verstehen das nicht. Viele würden jetzt unter sich, oft, ja, viele würden jetzt einfach, wenn sie jetzt links rum wollen, weil sie sehen, ist ja eine Vorfahrtsstraße, blinken nicht und fahren rum. Das ist der erste Fehler, die blinken nicht. Und wenn sie dann geradeaus fahren wollen, blinken sie rechts. Nein, geradeaus fahren brauchst du nicht blinken. Du folgst der abknickenden Vorfahrtsstraße linksführend, dann Blinker auf links. Dann kommt noch der zweite hinterher, okay. Der wird ja komplett übersehen, der Dennis. Der wird vom Roller übersehen, der wird vom PKW übersehen. Sag mal, hast du ein Glasauto, bist du unsichtbar oder was ist los? Könnte man aber auch schon als eine schöne Choreografie ansehen, oder? Guck mal, jetzt kommt der Roller, jetzt fährst du hier rum, jetzt kommt der Grüne und jetzt fährst du schön raus, zack. Naja, da konnte jetzt nicht wirklich viel was machen, weil der Schwarze ist einfach rübergezogen von der rechten auf der mittleren. Wo will denn der Weiße hin? Er hat jetzt die Lücke gesehen und dachte sich jetzt, Dicker, ich muss jetzt hier rüber, weil sonst knallt, weil der Schwarze sieht mich nicht. Ja? Und stark abbremsen. Ich gucke nochmal gerade, ob hinter dem Weißen. Ja, okay, abbremsen. Aber das habt ihr gesehen, da ist der Schwarze auch schon wieder rüber. Also er ist rüber und dahinter der Schwarze, guck mal. So, der jetzt hier, ich zeige da doch, bin ich bescheuert, der zieht jetzt hier schon rüber. Also der zieht jetzt schon rüber und die ziehen die beide parallel eigentlich und kesseln ihn eigentlich ein. Wenn ihr das seht. Seht ihr? Der kommt hier schon rüber und jetzt kommt der rüber. Und er muss jetzt. Weil abbremsen könnte er nicht. Dann würde der andere Schwarze, der erste Schwarze, ihn hinten drauf knallen. Also Dennis. Ach Gott. Ja. Ah, dann nochmal schön auf die Hupe drücken. Aber er konnte ja halt nicht anders. Aha. Also der Dennis, der hat auch kein Glück, oder? Hupe geht, mach mal Licht. Darum niemals in der Kurve anhalten, parken, abstellen, wie auch immer. Halten und parken. Also da kann man dem Gegenverkehr jetzt auch keine Schuld geben, sondern genau den Parker hier. Ja. Genau dasselbe. Schön in der Kurve. Was willst du denn da machen? Da kann der Gegenverkehr nichts dafür. Das ist Halten und Parken. Es ist automatisch. Eigentlich in der Kurve ist Halten und Parken automatisch Halteverbot. Nicht mal anhalten. Bis zu 3 Minuten. Nein. Absolutes Halteverbot.
Aber gerade in so einen Gegenden, Wohngegenden, wo Parkplätze Mangelware ist, in Berlin auch. Was willst du denn auch machen? Du hast viel zu wenig Parkplätze in Berlin. Durchgezogene Linie. Aber ernsthaft, pass auf. Pass auf. Wir fahren 70. Oder wir dürfen hier 70 fahren. Jetzt kommen wir nochmal zu diesem Thema mit der Geschwindigkeit, wo auch in den Kommentaren viel drüber diskutiert wurde. Wenn es möglich ist, mit meinem Auto zum Beispiel außerorts 100 zu fahren, versuche ich die 100 zu erreichen. Zum Schluss bestimmt das immer noch dein Bauchgefühl. Ja, wenn dein Bauchgefühl sagt, nee, ich fühle mich nicht so wohl, ist es völlig okay. Ja, aber bitte bei 100 keine 50 oder 60 fahren. Wir gucken mal, wie schnell die fahren. Und der fährt 48. Durchgezogene Linie, ich kann den dahinter verstehen, dass er jetzt überholt. Es ist verboten, aber ich kann ihn verstehen. Modernes Auto bei 70, 40, 50 fährt, das ist eine Behinderung. Punkt. Aus. Außer, wie gesagt, es ist Nebel, es ist Schnee, es regnet, keine Ahnung. Ihr passt euch der Situation natürlich an. Oder ihr fahrt so einen alten Käfer. Der rappelt und zappelt, ja, und wenn ich jetzt 100 fahre, wenn er es schafft, und dann Kurve, die wegen den Stoßdämpfer Felgen Federn . Ist es okay, wenn er da ein bisschen langsam fährt? Jetzt mal, dass ich die Kopfhörer hier aufgesetzt habe, die sind ja absolut, sind zwar hier kabellos, ja, aber dann höre ich manchmal das Mikrofon nicht und dann höre ich Deskop nicht und dann nur Deskop und Katastrophe. So, hier haben wir wieder das beste Beispiel. Grundaufgabe in der Prüfung ist zum Beispiel hier querparken, rückwärts rein. Warum rückwärts? Warum sollt ihr immer rückwärts einparken? Der silberne Kombi muss jetzt ein ganzes Stück rausfahren, damit der Fahrer überhaupt dann irgendwann mal was sieht. Das Problem ist, sobald er was sieht, ist der Wagen schon halb aus seiner Parklücke raus. Das passiert ja halt nicht, wenn du rückwärts einparkst. Hier, alle vorwärts eingeparkt. Klar ist das besser, wenn du einkaufen bist, dann kriegst du den Einkauf besser rein im Wagen. Gehe ich voll mit. Ja? Aber so passieren halt die meisten Unfälle auf dem Parkplatz. Ja, jetzt provoziert das, okay. Klappt wohl nicht ganz, oder? So, Freunde, wenn es euch gefallen hat, gerne wieder liken, teilen, abonnieren, wie auch immer. Würde mich darüber wahnsinnig freuen. Und ja, das war's wieder gewesen. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Video. Und das kommt bestimmt zeitnah, ASAP. Und ja, habt noch einen schönen Tag. Das war er. Euer Fahrlehrer, allzeit gute Fahrt. Tschüss gesagt.